Yo, was geht ab, meine Freunde und Freundinnen? Mein Name ist Ransrat und ich spiele mal wieder eine kleine Runde DayZ Epoch auf dem DE1000 Server. Ihr habt so lange drauf gewartet, ihr habt es euch so krass gewünscht und jetzt bin ich wieder da. Aber Leute, es könnte sein, dass die nächste DayZ Folge auch so lange auf sich warten lässt, denn man muss ja auch mit Herzblut aufnehmen, ne? So sehe ich das, nicht einfach nur raushauen. Nee, so geht das nicht, Freunde, auch wenn das einige YouTuber so machen. Ist nicht. Oh, da war ein Spieler. Oh Mann, ey, ich bin wieder voll in meinem Element hier. Okay, der kommt rechts lang. Hallo. Gut, den haben wir schon mal weggeholt. Nice. SV-98, ich kann's noch. Und ich liebe diese Waffe. Ohne Witz. SV-98, danach kommt für mich die M24 Black. Wo geht dieser verdammte Zombie hin? Man weiß es nicht, man weiß es nicht. Weil manchmal ist es so, dass die in Richtung von Spielern laufen. Und ich meine, ich habe hinter mir irgendwas knallen gehört. Da bin ich mir aber nicht so sicher. Tschüss. Also dafür, dass er sich vor einer Firestation bandagieren will, das hat er ja wohl verdient. So, aber wie gesagt, ich glaube, über mir hat es irgendwo geknallt. Deswegen lege ich mich mal ganz kurz hier in diesen Busch. Nicht, dass ich jetzt jemanden getriggert habe, sozusagen. Sieht nicht so aus. Dann war es vielleicht doch ein bisschen weiter weg. Ich meine, die Engine, ja, die lässt manchmal Sounds sehr nah wirken, obwohl sie noch ziemlich weit weg sind. Und deswegen lasse ich mich davon jetzt erstmal nicht beirren oder aus der Ruhe bringen. Dort wird wieder geschossen. Das war jetzt aber schon deutlich weiter weg, als ich angenommen habe. Ehrensache, Doppelpunkt. Wir gehen gucken. So, wir sind theoretisch im Feindgebiet. Nur wo ist der Feind? Das Gebiet haben wir schon mal. Oder er ist irgendwo da drüben. Mann, ich hasse dieses Umlaufen, ey. Ich will meinen Gegner spotten, meine Waffe nullen und schießen. Das ist das, was ich hier machen möchte. Und ein paar mehr Zombies wären echt mal cool. Also hier und dann alles voller Zombies, das wäre so nice. Aber ich glaube, das packt die Engine einfach nicht. Ich glaube, dann rennt man hier rum mit 10 FPS oder so. Das wäre ja auch dann nicht das Wahre, ne? So. Okay, da sind Schüsse in der Stadt und hier oben im Wald. Okay, cool. Oder eben halt nicht cool. Mal sehen, wie es ausgehen wird, aber... Okay. Okay, ich stelle mir folgendes Szenario vor. Der Typ mit der Assault Rifle hat gehört, dass hier oben im Wald ein Sniper schießt und ist hingerannt und hat ihn erschossen, weil der wahrscheinlich Bock auf die Sniper Rifle hat. Deswegen muss ich jetzt aufpassen auf Sniper und oder Assault Rifle. Scheiße. Scheiße. Es muss aus der Richtung da gekommen sein, ohne Witz. Das Problem ist, jederzeit kann halt jemand hinter mir kommen, ne? Ich habe schon lange kein DayZ mehr gezockt, ihr merkt das. Ich bin voll angespannt wieder und so voll in meiner Rolle. Weil ich dick bin. So. Oh. Okay. Er hat sich die Sniper Rifle gekrallt. Nice. Was? Okay, ich habe die Hitbox vom Baum getroffen. Klasse. Vielen, vielen Dank. Oh Mann. Sniper Battle. Von Baum zu Baum. Ob ich ihm sagen soll, dass ich nur ein Eichhörnchen bin und hier gar nichts will? Gut, ich glaube, das würde er mir nicht glauben. Okay, dann vertraue ich mal darauf, dass ich einfach schneller bin. Zeig dich doch. Huch. Mensch, komm, ich habe nicht den ganzen... Tagzeit. Martin. So relaxed ich auch manchmal wirke, manchmal bin ich doch noch angespannt, tatsächlich. Jetzt wurde da oben schon wieder rumgeballert. Weißt du? Hier knallt so einen ab, der was von dir will. Und was ist? Da kommt direkt der Nächste an und will was von dir. Wo bist du?
Ja, wieder dieses typische Engine-Ding. War locker erst Richtung Meer runter oder so. Da. Ah, kurz noch den Kopf gesehen, alles klar. Da rennen wir mal vorsichtig hinterher. Achso, folgender Fall. Ich habe mir gedacht, eventuell mache ich die DayZ-Videos auch noch ein bisschen kürzer, weil das dann für mich spannender bleibt. Versteht ihr? Ich muss dann nicht immer 4-5 Stunden rumrennen, um irgendwas Krasses aufzunehmen. Ich denke, ich werde dann einfach immer nur so lange aufnehmen, solange auch etwas passiert. Und wenn dann eben halt vorzeitig Schluss ist, dann... Wow! Hab ich mich erschrocken! Leck mich am Arsch! Alter! Oh, scheiße. Seht ihr? Ich war unkonzentriert, weil ich gequatscht habe, währenddessen ich hier hochgelaufen bin. Ach, fuck, ey. Okay. Vielleicht schaffe ich es runter bis zu den Büschen. Vielleicht. Vielleicht aber auch nicht. Ich denke weniger. Oha. Boah. Habt ihr überhaupt noch Interesse an DayZ? Schreibt es mir in die Kommentare. Weil, ne? Ist ja so... Oh, jetzt gleich bin ich im Arsch. Oh. Das war's, Freunde. Tja. Gut, dann mache ich jetzt hier einfach Schluss. So bleibt es, wie gesagt, für mich interessant. Finde ich eigentlich eine ganz coole Nummer. Und ja, Daumen hoch, wenn ihr Bock habt. Ansonsten eben halt nicht. Haut da rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao.